Während wir im ersten Teil der Dokumentation über die AKN euch das Unternehmen, die Geschichte, den Fahrplan und die eingesetzten Fahrzeuge vorgestellt haben, gibt es in diesem zweiten Teil eine kommentierte Führerstandsmitfahrt aller drei Linien. Dabei stellen wir euch den Streckenverlauf und die Bahnstationen genauer vor. An dieser Stelle geht ein herzliches Dankeschön an die AKN, die die Führerstandsmitfahrten und deren Veröffentlichung genehmigt hat. Viel Spaß euch nun beim Zuschauen! Wir beginnen unsere Reise in Hamburg-Eidelstedt. Von einem Abstellgleis fahren wir nun zum Bahnsteig unseres Startbahnhofes. Die A1 startet hier im 20-Minuten-Takt und im Berufsverkehr im 10-Minuten-Takt. An diesem Mittelbahnsteig, der eine Höhe von 100 cm und eine Länge von 219 Metern aufweist, halten außer der A1 noch die S21 Elbgaustraße Dammtor Hauptbahnhof Bergedorf Aumühle und die S3 Pinneberg Altona Hauptbahnhof Harburg und zum Teil weiter nach Buxtehude und Stade. Die S-Bahnen fahren im 10-Minuten-Takt. Auf der S21 kommen Triebwagen der Baureihe 472, Baujahr 1974 bis 84 zum Einsatz. Und auf der S3 die Triebwagen der Baureihe 474, Baujahr 1996 bis 2001. Parallel zu unserer Station liegen die Fernbahngleise Richtung Elmshorn. Der Bahnhof liegt im Nordwesten von Hamburg, im Stadtteil Eidelstedt, der 32.000 Einwohner, der insgesamt 1,8 Millionen Hamburger Einwohner beherbergt. Von der Station Eidelstedt liegt gut einen Kilometer entfernt der Altonaer Volkspark mit dem Volksparkstadion, in dem der Bundesligaverein seine Heimspiele austrägt, der seit Gründung der Bundesliga durchgehend in der ersten Liga spielt, also der HSV. Nun fahren wir los. Das erste Teilstück ist nun eingleisig. Hier unterqueren wir nun die Gleise der S-Bahn in Richtung Elbgaustraße und Pinneberg. Nach knapp 900 Metern wird die Strecke zweigleisig. Es geht durch Wohngebiete des Hamburger Stadtteils Eidelstedt. Nun erreichen wir unseren ersten Haltepunkt Eidelstedt Zentrum. Dieser wurde zwischen 2001 und 2004 im Rahmen der Tieferlegung der Trasse bis Schnelsen neu errichtet. Der alte Haltepunkt Eidelstedt Ost lag 200 Meter nördlich. Eidelstedt Zentrum verfügt über zwei Außenbahnsteige. Der Zugang erfolgt über Treppen und Aufzüge.
Etwa 800 Meter südöstlich des Haltepunktes liegt die Elisabethkirche. In Fahrtrichtung rechts liegt nun ein Gewerbegebiet. Und wir halten nach bereits 800 Metern am Haltepunkt Hörgensweg. Die Station besitzt ebenfalls zwei Außenbahnsteige und ist von Schallschutzwänden aus Holz umgeben. Kurz darauf unterqueren wir die Autobahn A23 und fahren nun in den Stadtteil Schnelsenrhein. Nachdem wir das Albertinenkrankenhaus und zwei Bahnübergänge passiert haben, erreichen wir nun die Station Hamburg-Schnelsen. Schnelsen zählt 29.500 Einwohner. Die Station besitzt einen Mittelbahnsteig. In der Nähe liegt ein Steakhouse. Vorbei geht es nun an etwas Grünfläche ehe wir nach 1,5 Kilometern die Station Burgwedel erreichen. Diese liegt auch noch im Hamburger Stadtteil Schnelsen. Der Haltepunkt ist umgeben von Hochhäusern und dem Romanzeller Platz, an dem drei Buslinien halten. Die Wohngebiete enden nun und damit überfahren wir die Landesgrenze zu Schleswig-Holstein. Den ersten Ort, den wir in Schleswig-Holstein erreichen, ist die 4500 Einwohner starke Gemeinde Bönningstedt. Der geteerte Mittelbahnsteig befindet sich in einem eher schlechten Zustand. Nach 3,5 weiteren Kilometern erreichen wir die Gemeinde Haslow, die 3.500 Einwohner zählt. Die Bahnstation liegt im Grünbereich, der wiederum allerdings von Wohngebieten eingeschlossen wird. We'll be right back.
Nach gut 3,2 Kilometern erreichen wir die Stadtgrenze von Quickborn. Am südlichen Stadtrand liegt gleich der erste Haltepunkt namens Quickborn Süd. Da der Haltepunkt aufgrund seiner Nähe zum Ilsensee-Gymnasium hauptsächlich von Schülern benutzt wird, wurde in der Mitte ein Trenngitter errichtet, damit insbesondere die kleineren Schüler nicht über die Gleise laufen. Einen Kilometer weiter liegt dann der Bahnhof Quickborn. Am Bahnsteig, an dem die Züge nach Eidelstedt abfahren, schließt sich ein modernes Backsteingebäude mit einem verglasten Bereich an. Hier befinden sich etliche Geschäfte und Imbissmöglichkeiten sowie ein AKN-Kundencenter. Etwas nördlich der Station liegt der Busbahnhof. Wenige Gehminuten entfernt liegt das Rathaus, in dem 20.600 Einwohner gemeldet sind. In Quickborn enden bzw. beginnen auch ein Teil der Verstärkerzüge im Berufsverkehr, die bis Hamburg-Eidelstedt einen 10-Minuten-Takt herstellen. Kurz nach Verlassen von Quickborn wird die Strecke eingleisig. Erster Halt nach Quickborn ist Ellerau. Die Bahnstation liegt am südöstlichen Rand der Gemeinde, die 6000 Einwohner beherbergt. Nachdem wir nun die Wohngebiete von Ellerau durchfahren haben, ist nun in Fahrtrichtung links das Gewerbegebiet von Ellerau zu sehen. Hier gibt es einen extra Haltepunkt namens Tanneneck. Die Station besitzt zwei versetzte Außenbahnsteige. Hier unterqueren wir die Autobahn A7. Nun fahren wir am Güterbahnhof Tanneneck vorbei. Hier zweigt nun ein Gleis zur Bahnstrecke nach Norderstedt ab, das aber stillgelegt ist. Und hier zweigt in Fahrtrichtung rechts das Gleis ab der Bahnstrecke aus Norderstedt ein. Ab hier ist die Strecke wieder zweigleisig.
Und nun erreichen wir nach 23 Kilometern und 32 Minuten Fahrzeit seit Eidelstedt den Bahnhof Ulzburg Süd. Ulzburg Süd besitzt 3 Gleise und 2 Mittelbahnsteige. Im mittleren Gleis halten die Züge der A2 nach Norderstedt sowie der A3 nach Elmshorn. In diese kann von beiden Seiten aus eingestiegen werden. An Gleis 3 fahren die Züge der A1 nach Kaltenkirchen und Neumünster und auf Gleis 1 die in der Gegenrichtung nach Eidelstedt ab. So ist Ulzburg Süd außerhalb des Berufsverkehrs der einzige Punkt, an dem alle 3 Linien der AKN aufeinandertreffen. Der Bahnhof scheint mitten auf freiem Feld zu liegen. Dieser Eindruck täuscht allerdings, denn östlich des Bahnhofes liegt hinter Büschen und Bäumen das Wohngebiet Ulzburg Süd. Nun fahren wir in einen 630 Meter langen Tunnel, der zwischen 1997 und 2001 gebaut wurde. Am Ende des Tunnels liegt der Bahnhof Hennstedt-Ulzburg in einem Trog. Hennstedt-Ulzburg ist eine Gemeinde mit 27.700 Einwohnern. Kurz nach Hennstedt-Ulzburg zweigt in Fahrtrichtung links die Strecke nach Elmshorn ab, der wir uns später noch im Film widmen werden. Es geht weiter durch Gewerbegebiet. Das Gewerbegebiet von Hennstedt-Ulzburg schließt dabei nahtlos an das von Kaltenkirchen an. Und damit erreichen wir auch schon den Haltepunkt Kaltenkirchen Süd. Dieser besitzt 2 Außenbahnsteige. In Fahrtrichtung rechts liegen die Werksanlagen der AKN. Dort werden die Züge gewartet und instand gehalten. Nun geht es weiter bergab. Bevor wir in einen 400 Meter langen Tunnel fahren, halten wir am Bahnhof von Kaltenkirchen. In Kaltenkirchen enden etwa 2/3 der Züge aus Eidelstedt. Denn zwischen Kaltenkirchen und Neumünster herrscht meist nur ein 60-Minuten-Takt, denn die Besiedlung wird nördlich von Kaltenkirchen auch deutlich dünner. Der Bahnhof Kaltenkirchen besitzt ein futuristisches Äußeres mit seinem rundlichen Glasdach. Daneben liegen Bushaltestellen, Parkplätze und Geschäfte. Kaltenkirchen ist eine Stadt mit 20.000 Einwohnern. Neben den typischen einfachen Wohnblocks gibt es auch hier einige sehenswerte Gebäude,
wie die evangelische St. Michaeliskirche. Die Strecke wird nun wieder eingleisig. Als nächstes halten wir an der Holstentherme in Kaltenkirchen. Weiter geht es durch Gewerbegebiet. In Fahrtrichtung links liegt ein großes Einkaufszentrum namens Dodenhof. Für dieses Einkaufszentrum gibt es einen extra zweigleisigen Bahnhof. Da der Bahnhofsname den Firmennamen entspricht, ist er wohl der einzige in Deutschland mit einem kleinen Anfangsbuchstaben. Das Einkaufszentrum Dodenhof liegt strategisch günstig an der Autobahn A7, die wir jetzt überqueren. Den nächsten Halt legen wir dann in der Gemeinde Nützen ein. Sie zählt knapp 1200 Einwohner. Weiter geht es entlang vieler Felder. Nun erreichen wir die 2500 Einwohner umfassende Gemeinde Lehnt-Fürden. Die Bahnstation ist zweigleisig und besitzt einen Mittelbahnsteig. Einfahrt in den nächsten Haltepunkt Bad Bramstedt-Kurhaus. In der Nähe liegen eine Rheumaklinik und eine psychosomatische Klinik mit Parkanlagen. Thank you.
2 Kilometer weiter liegt der Bahnhof Bad Bramstedt. Hier starten bzw. enden im Berufsverkehr Verstärkerzüge aus bzw. nach Eidelstedt, die einen 30-Minuten-Takt herstellen. Bad Bramstedt ist ein staatlich anerkanntes Moorheilbad und besitzt mit dem Schloss, dem Rathaus, der Maria-Magdalenen-Kirche und dem Kino etliche sehenswerte Gebäude. Die Stadt zählt 13.000 Einwohner. Nach 5 Kilometern erreichen wir Wiemersdorf. Die 1600 Einwohner starke Gemeinde Wiemersdorf liegt gut 1 Kilometer westlich dieses Haltepunktes. Alle guten Dinge sind drei. Und so überqueren wir nun zum dritten Mal und auch letzten Mal hier die A7. Einfahrt in Großen Aspe, einer Gemeinde mit 2800 Einwohnern. Die Bahnstation liegt am Nordrand des Ortes. In Fahrtrichtung rechts zweigt ein Gleis zu einem Bundeswehrdepot ab. Der letzte Ort auf unserem Weg nach Neumünster heißt Bostedt. Die Gemeinde umfasst gut 5000 Einwohner und ist in der Nord-Süd-Ausdehnung über 3 Kilometer lang. Der Bahnhof Bostedt liegt ziemlich im Norden des Gemeindegebietes. Hier endet das Verbundgebiet des HVV. Nun erreichen wir das Stadtgebiet von Neumünster. Erstmal geht es durch Industriegebiete.
In Fahrtrichtung rechts zweigt nun die Bahnstrecke aus Bad Oldesloe ein. Es geht vorbei an etwas Wald, und dann haben wir den vorletzten Halt Neumünster Süd erreicht. Hier hält auch die RB82 nach Bad Oldesloe über Bad Segeberg. Neben der Station Neumünster Süd liegt ein weiteres Instandhaltungswerk der AKN, in dem aber nur die Dieseltriebwagen des Tochterunternehmens Nordbahn gewartet werden. Weiter geht es durch Wohngebiete. Nun zweigt die Bahnstrecke aus Hamburg ein und das ist das Zeichen dafür, dass wir uns nur noch 700 Meter von unserem Ziel- und Endbahnhof Neumünster entfernt befinden. Einfahrt in den Bahnhof Neumünster auf Gleis 2. Der Bahnhof besitzt 3 Mittelbahnsteige. Es besteht Anschluss zur stündlichen RB82 nach Bad Oldesloe auf Gleis 1 direkt gegenüber, zur RB63 nach Büsum auf Gleis 6, sowie zu stündlichen RE7-Zügen nach Flensburg und zu RE70-Zügen nach Kiel. Nach Kiel wird mit einer stündlichen zusätzlichen RB77 ein Halbstundentakt angeboten. Richtung Hamburg ergibt sich mit RE7 und RE70 ein 30-Minuten-Takt. Außerdem halten in Neumünster je nach Wochentag und Jahreszeit bis zu 8 Intercities und 8 ICEs. Eine Reihe an Güterzügen fahren ebenfalls durch den Bahnhof. Seit Mitte der 70er Jahre besitzt Neumünster dieses Bahnhofsgebäude. Hier gibt es Imbissmöglichkeiten sowie ein Reisezentrum oder auch Schließfächer. Vor dem Bahnhofsgebäude befinden sich Bushaltestellen und ein Parkhaus. Etwas südlich des Bahnhofes liegt die Holstengalerie mit vielen Einkaufsgeschäften. Neumünster wurde 1127 als Augustinerkloster gegründet. Der Name kommt von dem damaligen Bischof Vizelin, der das Kloster 1136 erstmals urkundlich als Novum Monasterium erwähnte, was übersetzt Neues Münster heißt. Im 18. Jahrhundert wurde Neumünster zu einem bedeutenden Ort für die Tuch- und Lederindustrie. Heute kann man sich im Tuchtechnik- und Textilmuseum über diese Zeit informieren. 1870 bekam Neumünster das Stadtrecht und hatte damals knapp 10.000 Einwohner. Die Einwohnerzahl stieg bis 1930 auf 40.000 an und bis 1950 auf knapp 75.000 an. Heute zählt Neumünster knapp 80.000 Einwohner und ist damit die viertgrößte Stadt in Schleswig-Holstein. Sehenswert
ist die St. Maria St. Fitzelin Kirche, das Rathaus, die Stadttöpferei im Fürstenhof oder der Wasserturm. Nach 10 Minuten Aufenthalt fährt die A1 wieder zurück nach Eidelstedt. Und damit kommen wir zur nächsten Linie der A2. Hier starten wir in Norderstedt Mitte. Der Bahnhof besitzt 3 Gleise und 2 Mittelbahnsteige. Auf dem mittleren Gleis startet alle 20 Minuten und im Berufsverkehr alle 10 Minuten die A2. Auf den beiden äußeren Gleisen starten im 10-Minuten-Takt die U-Bahnen der Linie 1 nach Volksdorf, die je im 20-Minuten-Takt weiter nach Ohlstedt oder Großhansdorf fahren. Der Bahnhof Norderstedt Mitte liegt in Tieflage. An der Oberfläche fahren Busse ab. Norderstedt entstand erst 1970 durch den Zusammenschluss mehrerer Orte. Heute zählt Norderstedt 76.000 Einwohner und ist damit die 5. Stadt in Schleswig-Holstein. Die Stadt besteht aus großen Wohn- und Industriegebieten. Unternehmen wie Tesa und Blume 2000 haben hier ihren Unternehmenssitz. Und auch der Elektronikkonzern Casio hat hier seine Europazentrale angesiedelt. 2011 fand in Norderstedt die Landesgartenschau statt. Alle Zwischenstationen der A2 liegen im Norderstedter Stadtgebiet. Die erste davon heißt Moorbeekhalle. Ab hier ist die Strecke bis kurz vor Ulzburg Süd 2-gleisig. Die Moorbeek ist ein kleiner Fluss, der durch das Stadtgebiet fließt. Südöstlich der Bahnstation liegt die Moorbeekhalle. Es handelt sich um eine Sporthalle. Direkt östlich neben der Bahnstation liegt das Stadion. Der nächste Halt, Friedrichsgabe, liegt mitten in einem Industriegebiet von Norderstedt. Meter weiter liegt der Haltepunkt Quickborner Straße, am Nordrand eines Wohngebietes. Nun zweigt in Fahrtrichtung rechts ein Gleis ein, welches 4 Kilometer lang bis ins westliche Industriegebiet von Norderstedt führt. Vorbei geht es an einem Umspannwerk. Die nächsten beiden Haltepunkte sind umgeben von Wald und Feld.
Zu den jeweiligen Wohngebieten ist ein Fußmarsch von etwa 600 Meter jeweils nötig. Der erste Halt davon ist Haslohe-Furt. Und der zweite heißt Meschensee. Der Bahnhof Meschensee liegt in direkter Nachbarschaft zu einem gleichnamigen Steakhouse. Nach nur 7,5 Kilometern und 12 Minuten Fahrzeit erreichen wir schon den vorhin vorgestellten Endbahnhof Ulzburg Süd. Im Berufsverkehr fährt die A2 alle 20 Minuten weiter bis Kaltenkirchen, um zusammen mit der A1 dann einen 10-Minuten-Takt auf diesem Abschnitt herzustellen. Machen wir nun einen Sprung und kommen zur dritten und letzten Linie. Die A3 hat ihren Ausgangspunkt in Elmshorn. Der Bahnhof besitzt 4 Gleise. An dem östlichen Stumpfgleis 1A startet die A3 von Montag bis Freitag bis auf einzelne Taktlücken im 30-Minuten-Takt bis Barmstedt und alle 60 Minuten fährt ein Zug durch bis Ulzburg Süd. Am Wochenende fährt die A3 im Stundentakt. Zwischen Barmstedt und Ulzburg Süd fährt die A3 sonntags und feiertags nur alle 2 Stunden. Auf Gleis 1 fahren jeweils im Stundentakt zum einen die RE6-Züge nach Westerland auf Sylt, die 2017 zum Teil mit älteren Ersatzzügen verkehren. Zum anderen fahren hier die RE7-Züge nach Flensburg, und die RE70-Züge nach Kiel mit Doppelstockwagen ab. An Gleis 2 und 3 fahren die Züge in der Gegenrichtung ab. Hinzu kommen die Flirt-Triebwagen der Nordbahn nach Wrist und nach Itzehoe. Elmshorn ist die 6. Stadt in Schleswig-Holstein und sehr von der Industrie geprägt. Die Stadt liegt am Fluss Krückau, einem Nebenfluss der Elbe. Elmshorn wurde 1141 erstmals urkundlich erwähnt. Durch den Bau der Bahnstrecken von Hamburg nach Kiel und Flensburg über Elmshorn und die zunehmende Industrialisierung stieg auch die Einwohnerzahl von 7000 im Jahre 1875 auf heute 51.000 an. Fahren wir nun mit der A3 los. Kurz nachdem wir Elmshorn verlassen haben, zweigt in Fahrtrichtung links die Strecke nach Westerland auf Sylt ab. Nach 1,2 Kilometern zweigt nun auch die Strecke nach Neumünster ab. Wir befahren nun bis Ulzburg Süd, eine eingleisige Strecke.
Nach weiteren 800 Metern halten wir im Elmshorner Stadtteil Langenmoor. Quer durch Felder und Wiesen geht es weiter, bis wir nach weiteren 1,7 Kilometern den zweigleisigen Bahnhof Sparischub erreichen. Die Gemeinde dazu heißt Kleinoffenset Sparischub und zählt 3000 Einwohner. Hier hat sich auch das Unternehmen W. Kordes Söhne angesiedelt, welches für seine Rosenzucht bekannt ist. Nun überqueren wir die Autobahn A23. Die nächste Station ist Bockholt. Dies ist ein eingleisiger Bedarfshalt. Um hier auszusteigen, muss man dem Triebfahrzeugführer Bescheid geben. Der Ort Bockholt liegt einen Kilometer südlich dieses Haltepunktes. In unmittelbarer Nähe zum Haltepunkt befindet sich eine Baumschule. Den nächsten Zwischenstopp legen wir dann in Vossloch ein. Der Ort gehört wie Bockholt, Hanredder und Offenau zur Gemeinde Bockholt-Hanredder, die insgesamt 1200 Einwohner zählt. Es geht nun leicht rechts um die Kurve und nun haben wir das Stadtgebiet von Barmstedt erreicht. Erster Halt in Barmstedt ist Barmstedt-Brunnenstraße. Nur 600 Meter weiter halten wir dann im Bahnhof von Barmstedt. Die Kleinstadt zählt 10.000 Einwohner und ist seit 2011 staatlich anerkannter Erholungsort. Hier enden die Hälfte der Züge der A3. Kerzengerade geht es nun 6 Kilometer lang durch freies Feld. Und durch ein kurzes Stück Wald. Wir erreichen nun die 560 Einwohner kleine Gemeinde Langeln. Der Ort liegt größtenteils etwa 300 Meter nördlich dieser Bahnstation.
Hier liegt etwa 500 Meter südlich der kleine Ort mit dem schönen Namen Hoffnung. Er gehört zur Gemeinde Alvesloe und hatte früher mal eine Bahnstation. Wir erreichen nun Alvesloe. Der Bahnhof ist zwar zweigleisig, besitzt aber nur auf einer Seite einen Bahnsteig. Alvesloe ist eine eigene Gemeinde mit 2700 Einwohnern. Jetzt überqueren wir die Autobahn A7. Nun geht es entlang von Wohngebieten der Gemeinde Hennstedt-Ulzburg. Es geht nun in einen Trog, in dem jetzt links die Bahnstrecke aus Neumünster einzweigt. Kurz darauf haben wir auch den Tiefbahnhof Hennstedt-Ulzburg erreicht. Hier besteht Übergang zur A1. Die A3 fährt nun weiter bis Ulzburg Süd. Wo dann auch Übergang zur A2 besteht. Das war nun unsere Dokumentation über die Bahnstrecken der AKN. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen.